Hallo, Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Schatzsuche. Heute bin ich auf einer Wiese unterwegs, in deren Mitte ein altes Degelloch noch existent ist. Drin ist ein Jägerstand und ein bisschen weiter davon entfernt, mit der Eigentümerin gesprochen, war mal früher eine alte Eiche, eine große alte Eiche gestanden. Die wurde dann gefällt und kartiere jetzt diese Fläche und versuche herauszufinden, ob in der Nähe des alten Baumes irgendwelche metallischen Gegenstände noch aufzufinden sind. Na, wie immer, alle Funde gehen ans Landesamt für Denkmalpflege. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass wir heute wieder weit nördlich von Regensburg sind. So, erster Fund. Ist ein Taschenmesser. Sogar noch recht gut erhalten. Wunderbar. Das können wir gerne hernehmen. Moment mal eben. Ja, 82 ist meistens ganz gut. Schauen wir mal, was wir da haben. So aufgeklappt. Und so liegt es auch, wie ich es aufgeklappt habe. Ich würde jetzt fast sagen, keine Münze, sondern hier hinten müsste eine Öse gewesen sein, vielleicht angelötet. Das könnte, dürfte, müsste ein glatter, schöner Knopf gewesen sein. Ja. Wunderbar, super. So kann es weitergehen. Was war hier? Ein Eisenring. Das dürfte ein Stück von der Munition sein. Und zwar das aufgetroffene Stück vorne, das Projektil. Eine 86. Das könnte eine Münze sein. Sieht auch so aus. Auf alle Fälle relativ leicht. Na, die muss ich jetzt zaubern, bevor ich da was erkennen kann. Eine Bodenveränderung zu sehen, von seitlich. Ich hoffe, man erkennt es hier. Ne? Also hier rum. Da ist eine tiefe Bodengruppe drin. So, also ich denke mal, ich habe den Standort von dem alten Baum nun erreicht. Jetzt gehe ich mal nicht mehr in Bahnen, sondern suche gezielt hier außenrum alles ab. Und wenn ich was finde, ja, dann zeige ich es euch gleich. Hoffentlich. Bin schon mal gespannt. Das ist Eisen im Loch, das ist eine Scheibe. Und ist schon mal silbern. Sparen oder so. Aluminium. Verrückt. Und weiter. Es liegt hier so rum. Ja. Die Hinterlassenschaft von der Patronenhülse. Jetzt mal einen schönen Power genommen. Schauen wir mal. Noch besser kann es ja kaum werden.
So, wer weiß. Moment, du. Ups. So. Ein Stück weiter. Es scheint. Springt zwischen 79 und 81. Da drüben. 67. 68. Also es sind hier wahnsinnig viele Signale auf einem Areal zusammen. Das ist wirklich sehr gut. Ich denke wirklich, ich bin richtig hier. Ja, und klasse. So. Ich habe mir eben noch den E-Track geholt, um auch die Stelle noch mit der Multifrequenztechnik abzusuchen, also tiefer reinzugehen. Ja, Funktion habe ich jetzt hier Diskriminierung erstmal drin mit Coins, ich werde das nachher nochmal mit Relic probieren und dann gehe ich nochmal drüber. Ja, mal schauen, was ich da noch finde. Vielleicht ein paar tiefere Sachen, durchaus möglich. Wieder ganz tolle Funde dabei, ich zeige es euch gleich. Ich werde auch einen Teil von alten Fundberichten, die ich schon zurück hatte, mal mitbringen. Da wollten die Archäologen nochmal drüber schauen bei zwei Fundstücken, die noch nicht klar waren zur Bestimmung wegen Alter. Und ja, kriegt dann auch wahrscheinlich vom Gärten ein paar Sachen zurück. Mal sehen. So, hier ist Baustelle. Vom Rhein, soweit ich kann. So, gleich sind wir da. Jawohl. So, melde mich gleich wieder. Geworden. Hier ist nochmal eine zum Zeigen, wie dann so ein Fundbericht bei mir mal ausschaut. Ich habe an die Fundlage oben, historische Karte und nochmal die Flächenmessung drin, unten die Funde. Hier noch zwei Sachen, die ich schon mal abgegeben hatte. Einmal so ein Bleiknopf hier und einmal ein Wallfahrtsanhänger, der was Besonderes ist. Scheinbar wollen die Archäologen nochmal sehen. Ja, mal schauen und mal zum Zeigen. So sieht es dann aus, wenn man die Fundtüten zurückkriegt. In jeder Fundtüte ist dann eine Meldung drin, Ergebnisprotokoll. Und hier habe ich auch zurückbekommen die Bronzeaxt. Ja, Landwirt und ich müssen uns noch einigen, ob wir das Eigentum aufgeben, denn nur dann kann es leider restauriert werden oder müssen es privat restaurieren lassen. Wir hätten es gern ja, an ein Museum gegeben, kostenfrei, ne, aber Eigentumsvorbehalt eben. Jetzt müssen wir sehen, wie wir es machen, ob wir das Eigentum aufgeben, im Sinne des Fundes, dass es wenigstens restauriert wird. So, ja, leider dürfen die halt nicht mehr restaurieren, wenn es nicht auch aufgegeben wird, das Eigentum. Aber das sehen wir schon. Wir sehen schnell die Funde, die ich von Frau Dr. Rasshofer bekommen habe, noch zum Gerd. Dem Gerd gehören. Ich bin mit beiden Jungs unterwegs. Und der erste Fund, zeig mal her, ist eine Patronenhülse. Wir haben dabei den Bounty Hunter und diesmal wieder den XP. Ja? Und der nächste Fund ist ein Projektil. Der nächste Fund ist ein Knopf. Hülse ist ab. Aber immerhin wieder Patronenhülse. So, heute ist der Tag der Patronenhülsen scheinbar. Wieder eine und sonst noch nicht viel, außer ein paar Abziehlaschen. Jetzt gehen wir den Weg noch zurück und dann hören wir wieder auf. Ja, macht trotzdem Spaß, in der Natur draußen zu sein. Es ist nicht nur wichtig, dass man hier die Silbermünzen rauszieht. Es ist auch dumm, wenn man nur nach Silbermünzen geht. Wir machen hier eine Kartierung. Wir wollen nur kartieren, die Fläche abschließen und dann die Informationen, die wir gewonnen haben, im Fundbericht für die Archäologen melden. Ich kann nicht immer nur, das ist leider auch so, nur auf die interessanten Stellen rennen. Das ist nicht das Ziel. Na okay, eine Patronenhülse. Vielleicht finden wir noch mal was. Servus. Und weiter. Nächste Kartierung hier beim Gerd diesmal. Gerd ist auf dem Feld. Ich muss ihm zeigen, die Funde werde ich beim Gerd lassen, weil sie eben zu seiner Fläche gehören. Hier haben wir ein bisschen Eisen gefunden. Einen Silberknopf. Hier haben wir also Münze. Hier sind wir Zegen. Alte Schließe. Nochmal einen ähnlichen Schließe haben wir schon beim Dr. Rasshofer gehabt. Das ist nicht zu alt. Hier ein zweites Teil dazu, ein drittes Teil, beide auseinander. Nochmal ein Knopf, eine Münze. Ja, und dann schon wieder die nächste Schatzsuche. Und zwar ist der Fund.
Der nächste Fund ist ein Bruchstück eines Bronzeringes. So, super. Der nächste Fund ist, denke ich, wieder religiös. Das müsste entweder ein Wallfahrtsanhänger sein oder auf beiden Seiten irgendwo ein Bindungsstück. Vielleicht auch von einem Rosenkranz. Kann nur spekulieren. Aber auf alle Fälle vermute ich hier, religiös haben wir schon dunkel. Einen Fund haben wir noch. Und zwar, das ist ein Eisen. Bruchstück könnte mal ein Teil von einem Werkzeug gewesen sein. Und einige andere Eisenteile gefunden. Ist aber nicht so interessant. Ist ein Knopf mit Öse. Schöner Beschlag mit Verzierung. Wieder mal 64er Super Signal, aber halt nur Blei. So, das nächste kann ein Fragment. Ein Benediktpfennig sein, ein Wallfahrtsmedaillon, aber leider komplett zerhäckselt. Ja, wo es eigentlich nur, ja, wo es so 5 cm im Boden drin war, aber wenig Angriffsfläche bietet, trotzdem komplett zerstört. Schade drum. Und wieder Bruchstück von einem alten Knopf. Hinten die Rückseite, löst es leider ab. Teil ist da noch weggebrochen. Ja. Aber was gut noch erkennbar ist, glaube ich, da Blumenmuster drauf. Ja, war echt schön mal. So, der nächste Fund ist ein Bleifund. Und ich weiß auch, was es ist. Es ist ein Schwirrknopf. Ja. Die datieren zurück 200-300 Jahre, ist nicht ganz klar. Gibt es in verschiedenen Zeitstellungen, diese Schwirrknöpfe. Ich habe nämlich zuletzt einen gefunden gehabt. Und den wollten meine Archäologen dann nochmal sehen, obwohl ich ihn eigentlich schon zurück hatte. Und den habe ich dann nochmal einzeln zur genaueren Datierung abgegeben. Und also daher weiß ich, wenn man sowas findet, auf alle Fälle würde ich sagen, ist seltener, nicht zu häufig. Und da freue ich mich jetzt mal. Wunderbar, ich denke, die Archäologen freuen sich auch, jetzt haben sie den zweiten dann zum Bestimmen. Weiter geht's. So, wieder ein Stückchen Beschlag mit zwei Löchern drin. Verzierung ist nicht zu erkennen, das Ganze ist auch, wenn man sieht, sehr klein. Und wieder eine Zündkapsel. Ja, die darf auch nicht fehlen. So, religiöses Medaillon. Mutter Gottes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird noch rauskommen beim Reinigen. Öse erhalten. Leichtmetall aus Aluminium. Dennoch ein super Fund. Da freue ich mich immer. Und nächster Fund. Das ist zwar Münze. Aber ich denke, das sind zwei Pfennig aus der Bundesrepublik. Auch wenn ich das Datum jetzt nicht genau entziffern kann, glaube ich, dass die nicht älter als 20, 30 Jahre sind. 40 Jahre. Wer weiß. Der nächste Fund ist wieder eine Münze. Ist aus Aluminium. Könnte auch, hier ist eine Münze, ist leider ziemlich stark beschädigt. Ich kann außen herum noch eine Inschrift lesen, Einigkeit und, von dem her vermute ich hinten einen Reichsadler. Ein Stück Blei, aber nichts darauf zu erkennen. Also es ist zwar flach, aber für ein Ziegel zu groß, denke ich mal. Und erst gedacht, das wäre eine Münze. Könnte sein, dass man eine war. Möglicherweise, aber man sieht schon hinten, ist wieder eine Lötstelle dran. Da wurde eine Öse angebracht. Also von dem her ein Knopf. Kupfer und ein Harmonika-Stimmladel. Mit 74 ist reingekommen. Und ja, wieder ein Ochsenschuh. Nächste Fund. Da bin ich jetzt am Zweifeln, ob es älteren Datum sein könnte. Sieht wie ein Rad aus. Oberfläche nah. Nicht groß. Scheint auch irgendwie, wenn da jemand was abgezwickt hätte von dran. Nächster Fund. Eine Steuermarke. 3 Mark. Ich meine hier das Jahr
1803 zu erkennen. Vielleicht täusche ich mich auch. Das ist 1893, glaube ich eher. Ja, 1893, muss ja wahrscheinlich auch. Ne? Das ist ein 8er hier hinten. Ne, das ist ein 3er. Jetzt wird es deutlicher. 1893. Nächster Fund ist wieder ein Scheibenknopf, ein Fragment davon. Material ist wieder Tombeck. Und von der Zeitstellung hier das 16. bis 18. Jahrhundert. Leider nicht mehr ganz. Schade, ne? Trotzdem schöner Knopf. Der nächste Fund ist aus Kupfer oder kupferhaltigem Material, relativ weich und biegbar, biegsam. Auf dieser Seite ist noch ein Ornament zu erkennen. Da hinten könnte mal eine zweite Lasche gewesen sein. Zink. Oh. Projektil. Der nächste Fund ist ein schmiedeeiserner Nagel mit großem, sehr großem Kopf. Nächster Fund sah erst bei Münze aus, war aber mal ein Knopf. Könnte vielleicht sein, dass da noch ein Muster rauskommt. Und ist eine Musketenkugel, könnte aber auch von der Größe her eher Pistolengeschoss sein, vom Durchmesser her relativ klein. Ich denke mal nicht abgefeuert, nein. Und noch ein schöner Schmetterling. So einen ähnlichen hat der hat auch schon mal gefilmt. Ja, ist zu kalt zum Fliegen momentan, Stückkette. Nächste ist ein Obstschuh.